Ich bin Rebecca, ich bin 19 Jahre alt, habe letztes Jahr mein Abi gemacht und jetzt ein Jahr freiwillig in einem Krankenhaus gearbeitet. Singen und Theater spielen sind meine Hobbys, mit denen ich meine Freizeit so vertreibe. Ich heiße Marie, ich bin auch 19 Jahre alt. Ich habe auch letztes Jahr Abi gemacht und habe jetzt ein freiwilliges Jahr hier an der Operhalle gemacht und werde ab Oktober in Hildesheim Kulturwissenschaften studieren. Mama lächelt, als wär ich eine Fremde, und ich. Ich bin Franziska, aber die meisten nennen mich Franzi. Ich bin 14 Jahre alt und spiele jetzt gerade die Martha. Ich bin Arthur und ich bin 17 Jahre alt und spiele Hänschen. In Spring Awakening geht es so ein bisschen, man könnte sagen, um die Probleme der Jugendlichen. Es geht um Selbstmord, um Probleme in der Schule, gesellschaftliche Probleme, darum, wie man im Leben ankommt und wie es vielleicht laufen könnte oder vielleicht nicht laufen sollte. Also es geht vor allem um Jugendliche. Es spielt ja um 1891, wo es noch eine ziemlich verhärtete Gesellschaftsform auch von den Ansprüchen her gab. Es werden einfach verschiedene Konflikte behandelt zwischen Kindern mit ihren Eltern oder den Schülern mit den Lehrern. Und da entstehen so ein paar Beziehungen zwischen den einzelnen Charakteren, die, glaube ich, ganz interessant sind. Wir haben beim Musical 13 mitgemacht. Da gab es einen offenen Castingaufruf. Wir wurden in der Schule von Lehrern angesprochen. Dann wurde der Jugendchor gegründet und wir sind einfach immer hier geblieben, weil es immer neue Projekte gab, bei denen wir gerne mitmachen wollten. Also, ich habe halt schon lange hier gesungen. Und dann hieß es, gibt ein neues Musical und dazu ein Casting. Und da habe ich mir dann gedacht, machst du einfach mal mit. Und es hat anscheinend geklappt. Ich wurde erst danach gecastet, nachdem das Casting schon vorbei war, weil noch gesucht wurde. Dann habe ich mir jetzt, nachdem ich die letzte Spielzeit mitgespielt habe, gedacht, ich probiere es jetzt noch eine weitere Rolle zu bekommen und bin ja jetzt, also die Rolle wurde quasi abgegradet bei mir. Der Reiz am Musical besteht für mich darin, dass es einfach sehr vielfältig ist. Also für mich ist es halt diese Mischung durch Singen, Schauspielern und Tanzen. Man entdeckt sich selbst in den Rollen immer wieder neu und auch seine Freunde. Und das finde ich, ist für mich besonders wichtig. Die Gemeinschaft ist auf jeden Fall total wichtig bei so einem Stück. Gerade bei so einem Jugendstück ist es ganz, ganz wichtig, dass man Leute dabei hat, mit denen man sich versteht. Also ich komme eigentlich aus der Klassik und deswegen ist es mal eine gute Abwechslung für mich, auch Musical zu singen. Weil ich in einem anderen Chor noch bin, habe ich es nie geschafft, irgendwie mal schauspielerisch tätig zu werden. Und Musical ist gleich alles zusammen. Musical ist generell einfach eine schöne Sparte, eine schöne Art von Musik, weil es halt Pop-Songs, Rock-Songs, alles vereint, was irgendwie auf der Bühne stattfinden kann. Ja, deswegen.